Herzlich willkommen zu einem neuen Blog. Das, was wir jetzt hier erzählen und zeigen, ist schon ein bisschen länger her. Kommen nämlich gerade von einem Konzert, aber der Reihe nach, denn es regnet draußen in Strömen gerade. Gestern hingegen war noch richtig schönes Sommerwetter und wir waren bei einem Open-Air-Konzert auf der Seebühne hier in Bremen bei Schiller. Und das war fantastisch, das war super. Das war ein richtig tolles Konzert. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Ja, und wir haben ja schon mal im einen oder anderen Vlog erzählt, dass Christopher, also der Schiller ist, früher sozusagen mein Nachbar gewesen ist in Vissenhövede. Und ich habe mich sehr gefreut über das, was Simone und John zum Glück mitgeschnitten haben. Ich war so überrascht davon, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich hatte mal am richtigen Moment die Kamera an und das war dieses Folgende, was ich aufgenommen habe. Er heißt Stefan und kommt aus Bremen, hat früher regelmäßig Vissenhövede besucht, der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und es gibt eine Geschichte, bei der ich immer wieder gefragt werde, wie ich denn darauf gekommen bin, überhaupt diese Art von Musik, elektronische Musik, zu mögen, zu hören und auch dann irgendwann zu machen. Und ab und zu habe ich erzählt, dass mir ein Freund, als ich 12 oder 13 Jahre alt war, eine verrauschte Tonbandkassette gegeben hat oder vorgespielt hat von einer Gruppe namens Tangerine Dream, die elektronische Musik gemacht haben oder machen. Genau. Und das war eigentlich der Moment, in dem es überhaupt um mich geschehen war und wo sich wirklich für mich Welten eröffnet haben. Dann ist man mit 12 normalerweise noch nicht so eloquent, um das irgendwie zusammenzubringen oder geschweige denn überhaupt in die Nähe des großen Wahns zu kommen, so etwas selbst einmal machen zu wollen oder zu können. Wobei das Können lassen wir mal ein bisschen in Frage stehen. Jedenfalls ist Stefan, glaube ich, heute Abend hier und ich freue mich sehr, dass du mir diese Kassette gegeben hast, beziehungsweise vorgespielt hast. Ich habe sie dann mir überspielt, er hat sie noch mehr gerauscht. Und seitdem ich 12 Jahre alt bin, dann bin ich in diese Klangwelten eingetaucht und möchte auch eigentlich nie wieder auftauchen. Danke, Stefan. Ja, da habe ich mich also richtig drüber gefreut, über diese kurze Geschichte. Und die ist auch wirklich so. Und ich weiß auch noch genau, wie dieses Tape ausgesehen hat. Früher hat man nämlich, also hat man nicht so viele Tapes gehabt, Kassetten, sondern dann hat man da was draufgeschrieben gehabt, und wenn man das überspielt hatte, dann haben wir das überklebt und das war ein Tape davon, was wirklich schon öfter überspielt war. So, man hört das Gewitter, dazu kommen wir nämlich jetzt gerade. Wir sind etwas früher nach Hause gekommen, Simone, ne? Als geplant. Ja, wir beide waren nämlich heute schon wieder auf einem Konzert. Wieder auf der Seebühne in Bremen. Ja, wir haben uns mega drauf gefreut. Was haben wir geguckt? Howard Carpendale haben wir geguckt. Braucht man nicht drüber zu lachen. Ja. Geguckt und gehört. Genossen, ja. Der Mann ist einfach ein Profi, muss ich sagen. Die Band war fantastisch und Howard Carpendale ist inzwischen 77 Jahre alt und das, was wir heute gesehen haben, war richtig super. Es geht um mehr. Und so viel mehr. Es geht um mehr. Ja, und wir haben das ja schon dann den ganzen Nachmittag und auch den Abend vor dem Konzert auf der Wetterkarte verfolgt. Eine Gewitterfront, die jetzt gerade Bremen überrollt. Die war im Anflug und nach einer Stunde Konzerterlebnis wurde dann eine Pause einberufen und das haben wir ein bisschen gefilmt. Hallo, liebe Gäste. Wir gehen jetzt alle ruhig und geordnet rüber in die Waterfront und wir würden nach 20 Minuten spätestens Bescheid geben, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, alle ruhig und geordnet rüber in die Waterfront. Danke. Ja, so ist das im Sommer 2023. Wir sitzen hier schön beim
Howie Carpendale Konzert. Und jetzt kommt Wind auf und das wurde unterbrochen, wo es weitergeht, denn es sieht düster aus, es wird windig. Wenn ich verstehen konnte, eben, wo ich was gesagt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Konzert abgebrochen worden. Wir sind ja alle rausgegangen aus dem Konzertbereich. Und eben haben wir dann gehört, dass es ganz abgesagt worden ist wegen der Wetterlage. Obwohl ich ja glaube, dass das Wetter vorbeigezogen ist. Aber von der Wetterkarte her kommt noch einiges runter. Ja, wir waren nach Hause, haben das kürzeste fortgehende Konzert aller Zeiten erlebt. Es war genau eine Stunde. Aber wir haben viele Hits auf jeden Fall gehört von ihm. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, nicht wie die begossenen Pudel, aber man fühlt sich irgendwie so ein bisschen so, weil ich hatte mich schon auf mehrere Lieder und auf ein längeres Konzerterlebnis gefreut. Also wir können froh sein um die Stunde, die wir hatten. Immerhin. Aber trotzdem irgendwie, also man muss vernünftig sein. Natürlich können die bei Gewitter nicht hier so eine Open-Air-Veranstaltung laufen lassen, ist mir auch klar, aber es ist schade um die Eintrittskarte, die hat nämlich 100 Euro pro Person gekostet und man hat sich ja auch auf so ein Ereignis gefreut. Wer weiß, ob wir nochmal ein Konzert von ihm wieder besuchen können oder werden. Das weiß keiner. Was wir aber genau wissen ist, dass es jetzt mit dem Vlog losgeht. Viel Spaß! Ja, und da geht's auch schon los mit unserem diesjährigen Roadtrip, den wir in den USA machen wollen. Und zwar von Atlanta aus. Südstaaten sind geplant, Texas ist geplant. Und was machen wir jetzt? Ja, wir bringen die Koffer schon mal zum Flughafen. Dort haben wir ein Hotel. Und was wollen wir damit bezwecken? Uns einigen Stress morgen ersparen. Denn da müssen wir nicht so früh aufstehen und Taxifahrt können wir uns schenken, weil es kein Vorabend-Check-In gibt. Meine Stimme versagt schon wieder. Den gibt es nämlich nur bei Lufthansa leider. Und wir fliegen morgen mit KLM nach Amsterdam und dann von Amsterdam mit Air France nach Atlanta. Es ist eine Affenhitze hier in Deutschland. Schon mal eine gute Eingewöhnung auf die USA. Wenn es dann da auch so warm ist, keine Ahnung. Ja, jetzt erstmal mit der Bahn zum Flughafenhotel. Und was ich schon mal sehe, sieht sehr, sehr gut aus. Aber wir fangen mal wie immer an. Und zwar mit dem Badezimmer, was sich hier direkt neben mir befindet. Vorsicht, nicht erschrecken, Stefan. Ja, ganz gut geräumig. Nochmal eine Jumpscare-Warnung. Noch ein Spiegel. Und ja, Waschbecken. Noch ein Spiegel. Und dann ganz wichtig, wenn der Stefan hier einmal eintritt. Eine große Dusche. Achso, ich habe mir gerade schon gehört. Ich dachte, hier wäre noch so ein Glas, aber ja, fertig. So geräumig ist das Ganze gar nicht. Ist ganz schön eng, wenn Stefan und ich hier drin stehen. Garderobe, zwei Getränke und eine Kaffeemaschine. Ich glaube, nur das Wasser werden wir beanspruchen, wenn es alles kostenfrei mit im Zimmer. Natürlich das Wichtigste, der Fernseher.
Und natürlich hier ein Bett, von dem man auf dem besten Wege Fernsehen gucken kann. Dann haben wir hier noch einen Schreibtisch. Was ist denn das hier? Das ist wohl eine Minibar, oder? Oder was ist das? Kann man hochheben. Hä, was soll das sein? Kühlschrank ist das nicht, oder? Was ist das? Egal, was auch immer. Dann haben wir hier ein, ja, was soll das sein? Ein kleines modernes Sofa. Also hätten wir eigentlich heimlich noch wen hier mit ins Zimmer nehmen können, der hier auch schlafen kann. Aber da Stefan und ich unsere Ruhe haben wollen und den Urlaub zu zweit genießen wollen, ohne Simone, nicht wieder falsch verstehen. Simone möchte zu Hause bleiben, bevor wieder alle fragen, was nimmt die Simone nicht mit. Simone ist diejenige, die alleine sein möchte, also sind wir eigentlich zu mitleiden, aber uns gefällt es ja eigentlich auch ganz gut, ohne Simone. Ja, sitzen wir schon wieder in der Bahn, zurück Richtung Innenstadt. Was haben wir jetzt vor? Wir wollen jetzt gleich mit Simone unser Abschiedsessen machen, die jetzt noch arbeitet. Und wir treffen uns gleich beim Edelweiß, unserem oder eines unserer Lieblingsrestaurants. Da waren wir schon ganz lange nicht mehr gewesen. Freue mich schon sehr drauf. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir uns so zu essen aussuchen. Ne? Ja, mal gucken. Also Edelweiß ist ja bayerisch, also nehme ich höchstwahrscheinlich Weißwürste. Ja, jetzt sitze ich hier ganz entspannt an der Weser rum. Vielleicht fragt man sich jetzt, weshalb. Wir haben uns beim Kofferpacken diesmal nicht so viel Zeit gelassen wie sonst. Wir haben die also erst ganz spät gepackt, eigentlich erst gestern. Ja, und eben im Hotel ist uns aufgefallen, wir haben was vergessen, was John gerade geholt hat. Diese Stecker, diese USB-Stecker für Deutschland. Für USA haben wir sie natürlich mit, aber für Deutschland haben wir sie nicht mit. Und die brauchen wir natürlich im Hotel, um unsere Apple Watch, unsere Handys, unsere Akkus aufzuladen. Ja, man darf ja nicht vergessen, viele, die jetzt für das Video gucken, denken, ja okay, Handy aufladen kann man dann auch wohl am nächsten Tag im Flugzeug, aber wir müssen ja unser komplettes Equipment, sage ich mal, aufladen, womit wir das Ganze dokumentieren, damit man das im Nachhinein digital konsumieren kann. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall brauchen wir die Dinger. So, jetzt geht dann der Fußmarsch bei der elendigen Hitze Richtung Hauptbahnhof ja, weiter oder los, würde ich sagen. So, Simone hat sich zu uns gesetzt. Gesellt, ja, ich habe mich zu euch gesellt. Ich wollte nur sagen, kann sein, dass das Gequatsche jetzt ein bisschen weiblicher. Okay. Nein, also ja. Wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Abend, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange der Abend geht. Ich habe jetzt Feierabend. Weil die Jungs müssen ja morgen früh aufstehen. Also ich hoffe, es wird nicht allzu spät, dass meine Stefan und John freie Zeit möglichst schnell beginnt. Prost! Nicht wundern, vor dem Wasser hatte ich eine Cola, die war aber zu schnell leer. Und da ich eigentlich nicht der größte Wasserfan bin, dachte ich, Wasser kann ich mir dann länger einteilen. Erfrischt. So, ich wünsche schon mal allen Leuten viel Spaß, die morgen neben uns oder in der Nähe von uns sitzen werden im Flugzeug. Es gibt irgendwie einen kleinen Gruß aus der Küche. Weißbrot mit einem Knoblauchdip. Und das liebe ich ja. Also viel Spaß, liebe Leute, im Flugzeug. Oha. Ja, ist gut. Ich habe den Gruß aus der Küche noch gar nicht ganz aufgegessen. Da kommt jetzt die Bergfestbarplatte. Also alle Vegetarier und Veganer müssen jetzt weggucken oder ganz tapfer sein. Es ist natürlich sehr fleischlastig, wie man das von uns kennt. Und dazu gibt es noch einen Brotkorb oder hier warme Brezeln dazu. Also sehr lecker. Zum deutschen Abschluss gibt es dann noch deutsches Essen, ein Schnitzel. Obwohl es ja eigentlich umstritten ist. Soweit ich weiß, kommt der Hamburger ja auch aus Hamburg. Also, guckt euch das mal an. Ich möchte jetzt nicht wissen, was ein Wiener Würstchen ist. Nee, Spaß, wir gehen. Merkst du ja was? Ich habe total gute Laune, weil ich echt
das an einer Hand abzählen kann. Und an einer Klatsche. Bis so, die weg sind. Mann, warum spielt sich denn so auf? Also, naja, Essen genießen und dann die 2,5 Wochen ohne Simone genießen. So, Essen ist fertig. Jetzt sind wir hier schon in Bremens guter Stube. So heißt ja in Bremen der Marktplatz. Genau. Und die Stunde, auf die wir alle so lange gewartet haben, aus verschiedenen Gründen, ist endlich erreicht. Also ich freue mich total. Die Jungs freuen sich total. Was soll ich sagen, Stefan? Ja, jetzt verabschieden wir uns. Simone geht jetzt zu Fuß nach Hause und wir fahren mit der Bahn, weil es sich für uns zu Fuß nicht lohnen würde. Da wir denselben Preis bezahlen, ob wir jetzt hier losfahren oder ob wir bei uns, wo wir wohnen, mit der Bahn losfahren. Und außerdem ist bei der Hitze, wir haben immer noch, sag mal, 25 Grad im Schatten, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen. So. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Urlaub, eine ereignisreiche Zeit, ganz viele Abenteuer, ganz viele, keine Ahnung, was, also tolle Sachen, die euch vor die Linse springen und ja. Und wir wünschen dir viel Spaß bei deinen Sachen, die du so zu Hause machst, so genau. Putzen. Keller aus der aufräumen, hast du gesagt, ne? Und selbst wenn ich gar nichts mache und einfach nur vor mich hinschille, ist das ist auch schon Urlaub. So. Und denk daran, dass du meinen Biervorrat nicht austrinkst, Simone. Der ist nämlich begrenzt. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Also, Simönchen, mach's gut. Wir werden dich ein bisschen vermissen. Was? Simönchen? Simönchen, ja, kannst mal sehen. Okay, also ihr wisst schon, warum ich möchte, dass die wegfahren. Alles klar. Also John, habt eine gute Zeit ohne mich. Ja, und jetzt weiß man auch, warum wir weg wollen. Simone war gar nicht im Bild, so jetzt. Also. Egal. Man hat es alles gehört. Also pass auf, sonst fährt euch gleich die Bahn wieder vor der Nase weg. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit genug. So, also, jetzt geht's zum Hotel zurück und morgen früh müssen wir dann früh aufstehen. Aber mal sehen, was im Hotel noch so los ist. Vielleicht können wir mal in die Bar gehen vielleicht, auf ein Getränk. Was machst du gleich, Simone? Vielleicht werde ich noch die Terrasse für mich alleine genießen, ohne Fremdkulisse irgendwie Ach, komm, Rabatz, wir gehen der jetzt. Mich stört. Hat keinen Sinn. So, weiter geht's. Tja. Die erste Freizeit heute und hier im Hotel gibt es oben noch so eine Bar, ganz cool mit der Aussicht hier. Man hat genau auf die Flugbahn vom, ich habe gerade das Wort Flughafen vergessen, auf dem Flughafen die Aussicht, hat mich ein bisschen aus dem Kontext gebracht mit kühlen Getränken. Hier gibt es so einen alkoholfreien Cocktail bei mir und bei Stefan gibt es einen Wildberry Lillet. Prost! Ja, es ist wirklich sehr schön hier. Einziger Nachteil natürlich ist, dass hier auf dem Bremer Flughafen nicht viel los ist. Als wir gerade ankamen, ist gerade die Maschine abgehoben und die nächste in einer halben Stunde. So ist es halt in Bremen, aber egal, wir genießen das hier. Hier ist ein Fenster offen. Das kann man etwas gar nicht aushalten können, glaube ich, bei der Hitze. Richtig schön. Frische Luft, gute Aussicht. Ja, und ein leckeres, kühles Getränk. Mal was anderes. Und Johnny, schmeckt es dir? Ja, ich snacke hier gerade ein bisschen von diesen Spieß mit Blaubeeren und Himbeeren. Ja, hätte man mal genau hingeschaut, da haben wir sie, die USB-Stecker. Ja, also, ja, sollen wir mal ehrlich sein, hinter den Kulissen haben Stefan und ich ganz schön gemeckert, was das eigentlich sein kann, ein Hotel am Flughafen, wo kein internationaler Stecker, also dass immerhin diese USB-Dinger hier nicht sind. Ja, ich glaube, diesmal sind nicht die Hotelbesitzer die Idioten gewesen, sondern wir. Gute Nacht. Oh, tschüss. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind früh aufgestanden, wie erwartet. 4.30 Uhr. Jetzt haben wir es 4:30. Gepäck ist aufgegeben. Wir haben allerdings nur einen Boarding-Pass bekommen und wir kriegen unsere Tickets gleich hier am Gate, weil irgendeine Maschine voll ist. Ich glaube, ja. Es geht um die Maschine, mit der wir gleich fliegen, keine Ahnung. Das Ding ist, das macht das Flugzeug ja nicht leerer. Also ich glaube, hier wird gleich noch, das hatten wir schon mal erlebt, hier wird gleich darum gebeten, ob es Freiwillige gibt. Nee, glaube ich nicht. Irgendwas. Wie wollen die es denn leer kriegen? Nein, ich weiß auch nicht, ich habe es auch nicht genau verstanden. Aber irgendwie habe ich das auch noch nie gehabt, dass man die Boardkarte oder den, ja,
Den Boardingpass haben wir hier ja. Die Tickets. Dass man die erst am Geld bekommt. Auch vielleicht geht das ja allen so, die hier sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch unser Frühstück. Wo haben wir es denn? Wo habe ich denn meinen? Da ist nur noch ein Sandwich von geblieben. Wir haben die Flüssigkeiten eben alle schnell vorm Sicherheitscheck ausgetrunken. Wasser, was das so schlau war. Wasser und O-Saft. Ja, schlauer, schlauer als es wegzuschmeißen. Ne? Ja, wo so. Geht das Sandwich hin? Weiß ich auch gerade nicht. Angekommen in Amsterdam und ja, wir hatten schon ein paar Probleme, weil bei unserem Ticket steht gar nicht das Gate drauf, aber hier gab es so ein elektronisches Ding, konntest du ein Ticket einscannen und dann wurde uns das Gate genannt. Nun müssen wir 3 Stunden warten. Stefan möchte hier ein wenig rumlaufen, sich die Läden angucken. Naja, wir haben jetzt 7:45 und um 9:40 oder irgendwann ist Boarding. Wir gehen kurz gucken hier und dann das wir uns hier an unser Geld und warten, dass wir so weiter fliegen können. Alles gut bisher. Ja, ich war schlau. Mein Hotelfrühstück, also diese, wir haben so eine Lunchbox mitgenommen vom Hotel und ja, esse ich jetzt erst, habe ich mir aufgespart und ja, mein Frühstück sozusagen war dann beim ersten Flug so ein Kokosnussbrötchen. Oder was war das? Irgend so ein Gebäck war das. Kokosmakrone. Genau. So, jetzt ist gerade Boarding. Das Nervigste, meiner Meinung nach, haben wir geschafft. Und zwar halt darauf zu warten, bis man aufgerufen wird da. Bis seine Boardinggruppe da rein kann. Und ja, jetzt müssen wir halt nur noch warten, dass der Flug losgeht. Und dann müssen wir den ganzen Flug halt noch warten, dass wir ankommen. So, unseren Platz haben wir schon mal. Jetzt sind wir schon 7 Stunden auf den Beinen. Und jetzt geht es eigentlich erst richtig los in die Richtung, wo wir hin möchten, nach Atlanta. Wie geht's so, Johnny? Ja, noch geht gar nichts. Es fliegt gleich höchstens was und wir sitzen. Ging eigentlich alles leicht, obwohl ich will lieber noch nicht zu früh alles gut reden. Wer weiß, es kann auch eine Menge schief laufen, aber das Einwandern ging auf jeden Fall sehr einfach. Wir mussten ja bei den letzten Malen immer Fingerabdrücke und so abgeben und diesmal war es nicht so. Wir mussten nur unsere Pässe vorzeigen, einmal eine Kamera gucken und das war's. Und ja, jetzt warten wir auf unsere Koffer. So, wir haben es jetzt geschafft, einen Mietwagen zu bekommen, den wir gebucht haben. Zum ersten Mal leider ein japanisches Modell, was ich niemals haben wollte in den USA. Aber vielleicht kommen wir jetzt mal in den Genuss,
das Geheimnis zu erfahren, warum so viele Amerikaner ein japanisches Auto fahren. Wir haben, glaube ich, ein Mazda. Ich weiß nicht genau, ob das Zeichen, ob es ein Mazda ist, werden wir noch feststellen. Ja, würde ich sagen, Sachen reinpacken, mit dem Wagen vertraut machen und dann geht es durch die Rush Hour zu unserem Hotelzimmer. Ja, durch Atlanta. Durch Atlanta, allerdings. So, man sieht, wir fahren in dem Auto. Ja, Stefan, wie gefällt dir das Auto jetzt, wo du dich eingefahren hast? Ich muss sagen, ganz gut. Sehr angenehm, fährt sehr leicht. Will ich gar nicht mehr meckern. Ist ein bisschen älteres Auto. Also es ist auch nicht so, normalerweise fühlt man sich im Auto ja so ein bisschen, ja keine Ahnung, das Auto ist normalerweise breiter, es ist hier drin nicht eng, aber viel mehr Platz hat man nun auch nicht. Also Beinfreiheit habe ich eigentlich ganz gut, weil ich den Sitz so weit wie möglich nach hinten gemacht habe. Nur für den Fahrer ist das leider nicht möglich. Doch, doch. Ja? Ja, ja. Wir haben den ersten Stau erreicht. Wir sind nämlich, nachdem wir jetzt schon wirklich lange auf den Beinen sind, sind wir heute Morgen so gegen 3.30 Uhr aufgestanden. Jetzt haben wir es in Deutschland schon nach 21 Uhr auf jeden Fall und es war schon anstrengend, so ein langer Flug. Obwohl der Flug echt gut war, muss ich mal sagen. Bewegen wir uns jetzt in der Rush Hour mit einem leichten Stresspegel im Blut, sag ich mal, auf Atlanta Downtown zu. Die halbe Stunde, die wir jetzt fahren hier, das wird eine sehr gute Übung sein. Danach, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Das Gute ist, dass wir gerade erst in den USA gewesen sind eigentlich, also Ostern. Ja, dreimal USA in einem Jahr haben wir es geschafft. Es überschneidet sich jetzt. Die ersten Tage dieses Urlaubs überschneiden sich mit dem ersten Urlaub, den wir in L.A. gemacht haben. So, ein bisschen Concentration, please. Da ist jetzt nämlich Polizei und Downtown. Und wie viele Strecken, wie viele Spuren haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spuren mal eben. So, eingecheckt, los geht's mit der Roomtour. Ich sehe schon mal, ganz groß geräumig, also was wirklich immer gleich war, dass die beiden Betten stehen hier nebeneinander, dann gibt es noch eine Klimaanlage beim Fenster und ja, gegenüber von den Betten ein Fernseher, das ist das Wichtigste. Dann haben wir hier zwei Sessel, eine Arbeitsfläche mit einer Kaffeemaschine, die wir wohl nicht beanspruchen werden. Ja, dann haben wir hier oben noch eine Mikrowelle auf dem Kühlschrank drauf, das ist krass. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank, werden wir nicht brauchen, da wir hier nicht einen allzu langen Aufenthalt haben. Ein Spiegel. Noch ein Spiegel, haben wir gelernt, ist oft so, dass das Waschbecken mit dem Spiegel separat vom Badezimmer ist, was wir hier haben. Ja, Toilette, Dusche. Das wäre es gewesen. Ab ins Bett, aber nur kurz zum Ausruhen. Das braucht man nämlich bei der Hitze. So, wir haben schon den ersten Einkauf getätigt für heute Abend. Solche Buggles, Family Size, Nacho, Cheese. Dann für John Wassermelone. Ich habe mir so einen Salat geholt. Und zwei Getränke, die wir gleich im Auto trinken werden. Ich habe Durst ohne Ende. Und natürlich für den weiteren Verlauf des Urlaubs Plastikbesteck, weil wir ja viel unterwegs essen werden. So. Auf geht's. So, wieder im Hotel angekommen. Salat ist fertig. Das MacBook läuft. Und Johnny isst seine Wassermelone hier. Ja, sehr lecker. Ich liebe Wassermelone, weil da so viel Wasser drin ist. Ja. Und ich glaube, dann war es das auch für heute. Wir haben es jetzt ungefähr 19 Uhr. Mehr machen wir heute nicht mehr. Nur noch hier im Hotel ein bisschen relaxen, uns auf morgen freuen. Und dann gehen wir aber auch relativ früh schlafen. Und was gucken wir hier Schönes, Johnny?
Wir gucken den zweiten Biertest mit Philo und Stefan an. Auf Philos Kanal, sehr lustig. Auf jeden Fall, das ist die Hauptsache, ein bisschen grünlich aus kann das sein. Ja, hast recht. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint zwar noch nicht, aber es ist verdammt warm draußen. Also ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm. Es ist so, die Luft ist noch ein bisschen feuchter, ne? Weil es in der Nacht auch gut geregnet hat, wie ich an meinem... Nee, es hat nicht geregnet, das ist nur der Tau. Es hat nicht geregnet. Im Autodach sieht es aber so aus. Na gut. Es ist der Tau. Wie gesagt, ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier unser Frühstück. Es ist ein Grab-and-Go-Frühstück. So mit Muffins und Kuchen und Orangensaft. Und Johnny hat sogar einen Joghurt mitgenommen. Das essen wir jetzt hier und ersparen uns daher den Weg heute zum Walmart, wo wir normalerweise jetzt zum Frühstücken immer hinfahren. Und dann können wir den Tag starten. Und ich finde es irgendwie jetzt schon ein bisschen wie so ein Roadtrip, wo wir noch gar nicht angefangen haben. Wenn man hier draußen am Auto ist, guckt auf die Straße, die noch sehr ruhig ist. Und das ist auch hier, das Motel ist auch in einer schönen Wohngegend, also in einer schönen Nachbarschaft mit so kleinen Häusern. Ja, also, die Häuser sind wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, viele davon sind halt auch an den alten Baustil, der hier vorher war, noch angepasst. Also dann zwischendrum noch so viele schöne Bäume. Also wirklich sehr gemütlich hier. Es ist ein bisschen am Arsch der Welt, aber am abgewischten Arsch der Welt. Also es ist wirklich schön hier. Ja, dem kann man nicht mehr hinzufügen. So, jetzt sind wir in Downtown oder Midtown Atlanta angekommen. Schöne Hochhäuser hier. Und was haben wir gleich vor, Johnny? Ja, Jim Henson wird wohl einigen ein Begriff sein. Falls nicht, Sesamstraße schon, Muppets vielleicht auch und Der dunkle Kristall und Labyrinth. Ich glaube, so den etwas älteren Zuschauern. Ich kenne es auch, weil ich habe einen älteren Vater. das schon. Ja, und da wollen wir uns gleich mal die Puppen angucken von den Muppets, die alle ja von Jim Henson entworfen worden sind. Und das Besondere, wir haben sogar unser Auto da auf dem Parkplatz schon kostenfrei abstellen können, mitten hier in der Innenstadt. Und damit wir ein bisschen Zeit haben, bis das aufmacht, das Museum, schlendern wir ein bisschen hier durch die Straßen Atlantas. Ja, genau. Schon beim Jim Henson Museum. Der Eintritt kostet pro Person $16. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir erstmal rein, oder? Auf jeden Fall. Geguckt habe, Sesamstraße, in den Anfängen der 70er Jahre war das. Kennt alle noch, die heißt hier Susanne, der heißt Bob, Herr Huber, der heißt Bob und das ist Gordon und das ist der Bibo, der hier ja Big Bird genannt wird. Total der Hammer hier, was man hier sieht und dann hier, ja klar, Annie und Bert, die liebe ich ja die beiden, vor allem mit den deutschen Synchronstimmen, einfach der Hammer, besser als im Original noch. Da würde ich sagen, diesen kenne ich gar nicht hier so. Aber dann hier Grobi und Krümelmonster, das ist Elmo. Das ist Elmo und das ist Krümelmonster. Ja, meine ich auch. Und dann kommen wir noch zu zwei Favoriten aus der früheren Zeit. Da ist er, Bibo und der Grießkram Oskar in der Mülltonne. Also das ist echt... Hammer gerade. Der war bei dir bestimmt so eine Vorbildsfigur, oder? Natürlich. Sieht man.
So, hier gibt es solche Handpuppen. Und hier ist dann genau die Technik, mit der das, mit der die Sesamstraße und die ganzen Sachen gedreht wurden. Also jetzt kommt es zu meinem Highlight, also wirklich, Sesamstraße war schon krass, aber jetzt steht Augra von der Dunklen Kristall neben mir. Hier ist dann dieser, ja, dieser Saal, wo die ganzen Skicks standen von der Dunklen Kristall und diesen Dunklen Kristall mal angeglotzt haben. Dann ist hier das Kostüm von Kira und auch wirklich cool. Von, also hier sind noch so einzelne Teile. Also hier ist zum Beispiel so ein Skeg-Kopf. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dinger vereint hießen, als sie mit diesen anderen Parallelsiechern da zu einem wurden. Aber dann sahen die Dinger so aus und waren solche Geister. Da sind wir schon bei Labyrinth. Aber hier ist auch noch was von dem Kiepenstyle. Von diesen Viechern hatte ich früher tatsächlich ganz schön Schiss, als ich den Film geguckt habe. Also ich weiß noch, ich habe Träume gehabt, da standen die da bei mir vor der Tür. Naja, das ist was anderes. Dann haben wir hier so die von Labyrinth jetzt, die Wächter. Ich glaube, da musste man. Ich glaube, da ist sie durch so eine. Was war das nochmal? Da, einer hat, ich glaube, das Ganze hat zwei Seiten. Welche von den Wächtern haben gelogen und manche haben die Wahrheit erzählt. Weil hier auf der anderen Seite sind auch noch welche. Da ging es ja darum, dass dieses Mädchen da durchs Labyrinth zu dem König der Kobolde findet und kleinen Bruder wieder kriegt. Hier ist diese. Die können ja auch sprechen, die Viecher, da muss man sich für eine Tür entscheiden. Das war echt geil. Dann haben wir hier Hoggle. Das ist wahrscheinlich so ein Kobold als Kanonenball. Ja, Ludo haben wir hier. Dann haben wir hier noch diese Viecher, die ihre Köpfe abnehmen konnten. Und dieser Wurm. Der war beim Film etwas kleiner. Oh, heiß. Ja, Sonne brennt draußen. Wir sind wieder draußen aus dem Museum. War richtig fantastisch, muss ich mal sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Viele Runden gedreht sind hier. Wir haben, glaube ich, 4 Runden gedreht oder 3 richtige und 4-mal einmal so eine Fotoschnelltour nochmal. Und so viele Bilder gemacht davon. Wenn man die Puppen schon mal in echt sehen kann, gibt es ja auch nicht so häufig. Es ist ja wie, als würde man einen berühmten Schauspieler treffen. Die Puppen sind ja auch die, die vor der Kamera standen. Also ich finde das echt heftig. Ja, das sind alles Originale gewesen. So, jetzt aber schnell das Auto, Klimaanlage an und weiter geht's. So, wir haben unser nächstes Ziel erreicht. Schon wieder ein Museum. Also kulturell geht es bei uns im Urlaub immer hoch her, würde ich sagen. Ja, also was ist gerade eigentlich geschehen? Also wir haben uns erstmal die Tickets reserviert im Coca-Cola-Museum und kaum drin, wird erstmal schnell ein Foto von allem gemacht, man kriegt so eine Postkarte in die Hand gedrückt und wird hier weitergeschickt. Also ich bin leicht überfordert, ich weiß gar nicht, was jetzt hier eigentlich abgeht. Es geht jetzt weiter in The World of Coca-Cola. Hab schon großen Durst. Tja, so glücklich bin ich jetzt auch, weil jetzt können wir endlich frei hier drin rumlaufen. Gerade eben wurden uns noch einige Sachen gezeigt, war auch interessant, aber jetzt sind wir richtig im Museum drin. Ja, was ich jetzt gerade entdeckt habe, hier sind ganz viele Automaten und unter sich befindet auch ein deutscher Automat sich hier. Ja, alles auf Deutsch. Gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. So, jetzt sind wir hier an einem anderen Punkt angekommen. In diesem Museum. Hinter uns ist ein großer Tresor. Und wenn ich richtig gelesen habe im Internet, ist das der Tresor, in dem sich echt das geheime Rezept von Coca-Cola befindet. Das kann man eigentlich kaum glauben. Wäre schön, wenn es so wäre, wenn es kein Fake ist. Aber kann man wohl nicht machen. Es wird schon so sein, dass hier das Rezept verwahrt wird. Ja, zum Glück müssen wir den Tresor nicht irgendwie aufsprengen, ist nämlich schon offen. So share a Coke, be part of the magic. We'll keep the secret, because keeping the secret ensures that the magic lives on. Ja, was die Amerikaner ja am besten können bekanntlich, ist eine perfekte Show zu inszenieren.
Ob nun das Rezept wirklich in den Tresor ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es astrein gemacht, diese ganze Show. Also es wäre ja eigentlich schon voll schlau, das als den Tresor quasi zu betiteln. Und dann ist das Rezept eigentlich ganz woanders versteckt. Wäre doch eigentlich sogar noch schlauer, oder? Ja, wäre schlauer. Naja, keine Ahnung. Weil man durfte den Tresor nicht anfassen, weil sonst geht der Alarm hier los. Und was wir gelernt haben, Coca-Cola wurde in einer Apotheke erfunden. Das Rezept wurde dann irgendwann mal verkauft für $2,300 und dann später für 25 Millionen. Ja, das haben wir gelernt. Jetzt ab zum Probieren hoffentlich. Fanta Exotic aus Uganda. Und zwar Mezzo-Mix. Aber auch irgendwas Besonderes, weil das Cover sieht irgendwie anders aus. Aber ich glaube, ich brauche es nicht zu probieren, weil ich habe erstmal hier mein Favorite aus Thailand, Apple Kiwi Fanta. Ist auch ein bisschen dickflüssig, also echt geil. Ich weiß zwar, wie es schmeckt, aber es ist ein Stückchen Heimat. Ja, schmeckt genauso wie bei uns. Blueberry XXX Nordamerika. Ohne Kohlensäure. Ach nein, das ist glaube ich mein Favorit hier langsam. Ja, probiere ich es natürlich auch. Diese Thailand-Fanta hat mir am besten gefallen. Griechenland eine Ananas-Fanta. Riecht schon ganz gut. Schmeckt auffällig köstlich, aber ich merke schon, ich habe es ja schon durchprobiert. So langsam reicht es dann auch. Und das merkwürdigste Getränk, was ich hatte, ist dieses hier. Moment. Sieht schon ganz komisch aus beim Einschenken. Aus Costa Rica. Das ist ekelhaft. Moment, so. Was wird nach das schmeckt? Hut ab für die, die das flaschenweise trinken. Oh. So, raus aus dem Coca-Cola-Museum, rein in die Hitze. Die Sonne steht am höchsten Punkt. Es ist unbeschreiblich heiß. Eine feuchte Luft dazu. Und wir haben natürlich auch noch mal Geld ausgegeben. Was gab es denn feiner, Johnny? Ja, zwei T-Shirts, die einfach nur rot sind und Coca-Cola draufsteht. Aber es ist geil. Mit Atlanta aber auch drauf gesteckt. Ja, das war mir jetzt nicht so wichtig. Aber Hauptsache so ein Coca-Cola-T-Shirt, dass Atlanta dran steht, ist als Erinnerung dann noch ganz cool. Ja, so sehe ich es auch. So, jetzt wollen wir mal unser Auto wiederfinden. Warte mal, wie viel hat es dann zusammen gekostet? 22 mal 2, 44. Dann sind diese beiden T-Shirts genauso viel wert wie der Museumsbesuch, oder? Ja, wir haben also gut Geld gelassen. Und jetzt wollen wir noch gleich das Parken bezahlen und dann gehen wir einfach was essen. Teurer Tag heute. Und dann noch das andere Museum. Also eigentlich der Tag war heute eigentlich nur Kohle verprassen. Ja, aber es ist halt Urlaub, ne? So. Gut, da geht's lang. So, von gesprochen, zeige ich das Ganze mal. So sieht das Ganze aus, ein Basic T-Shirt, aber ganz cool, finde ich. So, sind wir jetzt bei Wendy's und endlich, hab schon vermisst, Dr. Pepper. Ja, ich hätte eigentlich auch Dr. Pepper genommen, aber da ich ja gerade ein Coca-Cola T-Shirt anhabe, muss ich auch zu der Marke stehen, also Coca-Cola Cherry.
schmeckt wie eine normale Cola. Eigentlich ganz, ganz lustig. Wir haben ja gerade die ganze Zeit durchprobiert, was es so alles auf der Welt gibt. Standard schmeckt jetzt irgendwie auch wieder ganz neu. Obwohl, ist ja nicht Standard, ist ja Cherry. Aber ich laber wieder zu viel, Entschuldigung. Essen bei Wendy's. Es gibt einen Burger, Dave's Triple. Warum habe ich mich für den entschieden? Weil er groß ist, also kein Double, sondern ein Triple. Und weil auf dem schönen Bildchen, was da abgebildet war, so ein lecker Cheese abgebildet war. Das sieht gut aus, riecht gut und schmeckt gut. Noch besser als gut. Perfekt. Bin froh, wieder in Amerika zu sein. Oh. Das beste Mittagessen überhaupt. Ich liebe ja Wendy's, muss ich mal sagen. Eigentlich für mich die besten Burger. Auch vom Preis her geht das alles total klar. Und ich freue mich so, dass wir jetzt unseren Roadtrip, der morgen dann beginnt, noch so lange vor uns haben, dass wir jetzt jeden Tag schön an der Straße irgendwo anhalten können und uns dieses geniale Essen reinziehen dürfen. Muss man so zu sagen. Also ich liebe es ja. Ich liebe es auch. So, jetzt haben wir was ganz Besonderes geplant. Wir wollten nämlich auch, wenn wir schon mal hier in einem Ort wie Atlanta sind, ein paar Drehorte besuchen. Da ist mir tatsächlich als erstes The Walking Dead in den Kopf geschossen gekommen. Und da braucht man für die meisten Sachen eine Tour. Und dann dachten wir uns, naja, was gibt's denn noch? Dann nach ein bisschen Überlegen sind wir auf Stranger Things gekommen. Die für mich beste Serie eigentlich, die es so gibt. Da haben wir uns auch deswegen damals Netflix angeschafft. Ich finde es eine gute Serie, aber ich kenne, also mit Game of Thrones und solchen Sachen kann das, glaube ich, nicht mehr mithalten. Also, aber auf Netflix ist meiner Meinung nach auch die beste Serie. Und da kommt, die Stadt ist ja Hawkins und die Drehorte sind hier aber dennoch in Atlanta. In Atlanta, ja. Und ja. Wir haben gerade gemerkt, dass dieses Labor, wie heißt das genau? Hawkins Lab, er hat noch Hawkins Laboratory oder so. Also auf jeden Fall dieses Labor, wo Elfie aus der ersten Staffel da geflohen ist. Also das kann man hier finden. Ist gerade mal, sind gerade mal 1,3 Meilen von unserem Hotel aus. Also das sollte wohl 5 Minuten entfernt. Also ja. Wenn wir das nicht gemacht hätten, jetzt es versucht haben zumindest, daran zu kommen, dann hätten wir uns später geärgert. Wer die Serie kennt, sieht, wir haben es geschafft. Dieser Klotz ist das Hawkins Lab. Ja, bei wem es ein bisschen länger her ist, dass er die Serie geguckt hat, hier wurden die Tests an Elfie durchgeführt und das ist das Labor, aus dem sie entkommen sind und zu dem es dann später wieder hinging, als quasi Hopper und Joyce in der ersten Staffel herausgefunden haben, dass dieses Labor was mit dem Verschwinden von Will Byers zu tun hat. Ja, gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Wir suchen hier gerade eine Stelle aus der zweiten Staffel. Kann Spoiler sein an denen, der es nicht gesehen hat, aber die ist jetzt ja auch schon einige Jahre draußen. Ich glaube, hinter diesen Türen ist Bob von den Demo-Hunden zerfleischt worden. Steht sogar RIP Bob. Sind wir in der zweiten Location fast. Wir fahren da gerade rauf. Das Ding ist, wir wollen ungern vor dem Haus anhalten, weil so wie es scheint, wohnen da echt Leute drin. Und wir wollen niemanden belästigen. Die Gegend hier sieht schon genauso aus wie aus der Serie. Und
wenn da Leute drin wohnen, respektieren wir das natürlich, Privatsphäre, aber ja, ist wohl schon so weit gekommen, dass die Leute hier ihre Gardinen zugezogen haben. Man kann aber erkennen an einem Fenster, dass da eine Lampe an ist. Ja, deshalb, wir steigen lieber nicht aus, stellen uns dahin quer und machen unsere Fotos. Vorbeizufahren und das Ganze mal gesehen zu haben, reicht uns schon aus, oder Stefan? Sehe ich auch so. Ja, dort befinden wir uns aktuell in Atlanta und haben vor, morgen unseren Roadtrip zu starten. Natürlich haben wir uns schon grob Gedanken gemacht. Das heißt eigentlich normalerweise, ich glaube, andere planen das richtig durch, aber wir machen es lieber spontan. Wie gesagt, wir befinden uns aktuell hier in Atlanta, fahren dann hier lang durch eine Zeitzone nach Montgomery und ja, haben dann vor, wie wissen wir noch nicht, aber erstmal hier zum Golf von Mexiko zu kommen. Und ja, ich freue mich, dass der Roadtrip startet. Wir waren heute am ersten richtigen Tag, haben wir schon jede Menge Sachen geschafft in Atlanta, die wir uns vorgenommen haben, wo wir uns schon Sorgen gemacht haben. Schaffen wir das überhaupt zwischen einer kurzen Zeit oder sind wir komplett durchgeplant? Aber naja, der Tag neigt sich dem Ende hinzu und bei uns geschieht auch nicht mehr viel. Wir speisen noch ein bisschen und ansonsten wird heute nur noch gechillt. Und das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!